Dann kommen wir jetzt zu Tagesordnungspunkt 9. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion Die Linke für ein Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Hessen, repariertes Schulegesetz mit der Drucksache 20/9293 zusammen mit Tagesordnungspunkt 100. Das ist der dringliche Antrag der Fraktion der SPD, Bestands- und Bedarfsanalyse Schulbau, Drucksache 20/9358. Und als erstes darf ich dem Abgeordneten Schalauske das Wort geben. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Noch immer gehört es zu den größten Ungerechtigkeiten hierzulande, dass der Bildungserfolg von Schülerinnen und Schülern wie in eigentlich kaum einem anderen Land so stark von der sozialen Herkunft der Eltern abhängt wie in Deutschland. Und da ist es unsere zentrale Aufgabe, an dieser Ungerechtigkeit etwas zu ändern. Und zu einer sozial gerechten Schulpolitik gehören eben auch gut sanierte und ausgebaute Schulen. Und wenn man sich so umschaut, in vielen hessischen Städten und Gemeinden ist die Schule leider schon am äußeren Erscheinungsbild leicht zu erkennen. Sie ist weit und breit das baufälligste Gebäude am Ort. Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, alle beklagen sich seit Jahren über Dächern, durch die es reinregnet, über Toiletten, die nicht funktionieren, über Fenster, die undicht sind, oder auch über Sporthallen, die marode sind. Erinnern wir uns daran, dass sogar in Hessen immer mal wieder Schulgebäude teilweise gesperrt werden müssen, weil der bauliche Zustand einen sicheren Betrieb nicht mehr erlaubte. Ich finde, ein reiches Bundesland wie Hessen darf sich mit solchen Zuständen an hessischen Schulbauten nicht abfinden. Und ja, jetzt werden vor allem die Vertreter von CDU und Grünen entgegnen, aber Schulbauten, das sei doch die Aufgabe der Kommunen. Und ich will auch klar sagen, ja, so ist es und so soll es bleiben. Aber wer beim Thema Schulbau allein auf die Kommunen verweist, der muss sich Problemen stellen. Problemen, dass zum Beispiel die Qualität von Schulgebäuden auch dann von der kommunalen Kassenlage abhängig ist und dass viele Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene in Hessen in baulich sehr unterschiedlichen guten Schulräumen unterrichtet werden. Und so werden sich auch CDU und Grüne dem Problem stellen müssen, dass die Kommunen erstens nicht ausreichend finanziert sind und dass zweitens die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im Schulbereich dadurch nicht garantiert werden kann. Deswegen, um es gleich vorwegzunehmen, unser Gesetzentwurf, der ist kein Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung, sondern er ist eine Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung, indem er die kommunale Finanzsituation verbessert. Natürlich steht Hessen auch mit diesem Problem nicht alleine da. Das KfW-Kommunalpanel 2022 sieht bundesweit im Schulbereich einen Investitionsrückstand von 45 Milliarden €. Aber in Hessen ist er eben auch da. Und da zeigt eine Untersuchung der GEW aus dem Jahre 2020, dass die Höhe der kommunalen Investitionen und auch der Unterhaltungsausgaben vor allem in die Schulinfrastruktur, vor allem dort höher ausfallen, wo Menschen mit höherem Einkommen leben. Und um das einmal zuzuspitzen, die Schulen sind dort in einem besseren Zustand, wo die Kinder von reicheren oder vermögenderen Eltern lernen. Und wir finden, das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, die beseitigt werden muss, meine Damen und Herren. Und deswegen sehen wir das Land Hessen tatsächlich in der Pflicht, die Kommunen mit einem Sonderprogramm zu unterstützen. Wir nennen es die reparierte Schule. Das Ziel für die nächsten 4 Jahre soll sein, etwa 2 Milliarden € zur Verfügung zu stellen, um Schulen baulich in den Zustand zu versetzen, die Schulinfrastruktur zu sanieren, wie sie auch sein sollten. Und in Zeiten der Schuldenbremse muss man, die finden wir nicht besonders dolle, das wissen Sie, müssen wir aber, solange sie gilt, kreativer werden. Wir schlagen deshalb vor, dass die Kommunen Kredite bei der WIBank aufnehmen, für die das Land dann die Tilgung und die Zinsen übernimmt. Und uns ist es damit auch wichtiger, jungen Generationen gute Lernbedingungen zu schaffen, als dem immer wieder diesem Fetisch der schwarzen Null hinterherzulaufen. Im Übrigen schlagen wir Ihnen auch nichts allzu Revolutionäres vor, sondern einen Weg, den vor einigen Jahren das Land Nordrhein-Westfalen beschritten hat. Unser Vorschlag ist eine klassische Win-Win-Situation, auch für politisch Verantwortliche, die den Positionen der LINKEN nicht unbedingt nahestehen. Der Landeshaushalt ist ohne Weiteres in der Lage, diese Kosten zu tragen. Die Schulden
Schuldenbremse wird formal eingehalten, und die Kommunen bekommen weitere Handlungsspielräume. Das, meine Damen und Herren, das ist doch eine Win-Win-Situation für die Schülerinnen und Schüler, für die Kommunen und für alle, die an einer gut ausgebauten Infrastruktur ein Interesse haben. Ich bin gespannt auf die Beratungen im Ausschuss. Ich bin gespannt auf eine Anhörung und auch darum, welche Ausreden der Landesregierung dann vielleicht einfallen, wenn es darum geht, ein paar eigene Mittel in die Hand zu nehmen, um die Schulen zu sanieren. Wir wissen auch, dass die 2 Milliarden, das ist wahrscheinlich eine Zahl, an der Sie auch festkleben werden, dass die aber bei Weitem eigentlich nicht genug sind, wenn wir uns die Bedarfe anschauen. Aber die Landesregierung hat die Probleme so lange ignoriert, und die sind in 4 Jahren nicht zu lösen. Und besser, wir fangen heute als morgen damit an. Wir schlagen vor, dass der Haushaltsausschuss federführend die Beratung über... Herr Abg. Schalauske, Sie müssen zum letzten Satz kommen. Genau, es ist mein letzter Satz. Wir schlagen vor, dass der Haushaltsausschuss federführend die Beratung dann mit dem KPA übernimmt. Und wir freuen uns auf die Beratung dieses Gesetzentwurfs. Vielen Dank, Herr Abg. Schalauske. Für die Fraktion der SPD hat jetzt die Abg. Hartmann das Wort. Werte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist unstrittig, dass gute Bildung nicht nur gute Pädagoginnen und Pädagogen braucht, sondern auch gute Schulen. Der vorliegende Gesetzentwurf zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Hessen hat frappierende Ähnlichkeit mit einem 2016 vom damaligen nordrhein-westfälischen Finanzminister Norbert Walter-Borjans vorgelegten Gesetz unter dem Begriff Gute Schule 2020. Norbert Walter-Borjans war aus meiner Sicht nicht nur ein guter Finanzminister, der mit Weitblick den Kommunen von 2016 bis 2020 2 Milliarden für zins- und tilgungsfreie Darlehen für Schulbaumaßnahmen zur Verfügung gestellt hat. Er war auch jemand, der sich ernsthafte Gedanken gemacht hat, dass gut ausgestattete Schulen eine ganz wichtige Voraussetzung für gute Bildungschancen sind. Auch ich bin gespannt, wie der vorliegende Gesetzentwurf der LINKEN in der Anhörung bewertet wird. Ich gehe davon aus, dass damit auch in Hessen notwendige Schulbauinvestitionen schneller angestoßen und auch umgesetzt werden könnten. Voraussetzung dafür sind natürlich nicht nur die finanziellen Mittel, sondern Voraussetzung dafür ist auch, dass genügend Planungs- und Baukapazitäten zur Verfügung stehen. Und auch dort gibt es ja leider größere Engpässe. Wissend, dass der Ausstattungsstand hessischer Schulen sehr unterschiedlich ist, ich glaube, die meisten wissen, es gibt Kreise im Umfeld von Wiesbaden, die eine sehr gute Ausstattung haben. Es gibt aber auch einige ländliche, die eine deutlich schlechtere Ausstattung haben. Und wissend, dass dem so ist, haben wir einen Antrag auf eine Bestands- und Bedarfsanalyse im Hinblick auf schulische Gebäude und Raumkapazitäten, aber auch im Hinblick auf die digitale Ausstattung eingebracht. Moderne Bildungskonzepte erfordern entsprechend auch ein modernes Lernumfeld. Wir als Sozialdemokraten haben den Anspruch, dass in Bezug auf die Ausstattung von Schulen ebenso wie auf die pädagogische Ausstattung hessenweit vergleichbare Bedingungen herrschen müssen. Und wir sind ebenfalls der Auffassung, dass unabhängig von der formalen Zuständigkeit der Schulträger für Investitionen in schulische Gebäude das Kultusministerium genaue Kenntnisse haben muss, welchen Zustand die einzelnen Schulen haben und wo dringlicher Handlungsbedarf besteht. Um unabhängig von der Finanzkraft der jeweiligen Schulträger an allen hessischen Schulen eine Ausstattung zu haben, die zumindest Mindeststandards genügt, halten wir eine Schulbaurichtlinie für sinnvoll. Schulbaurichtlinien sind eine wichtige Grundlage dafür, dass fortschrittliche pädagogische Konzepte mit einer bedarfsgerechten Ausstattung und multifunktionalen räumlichen Lösungen einhergehen. Doch mich verwundert nicht, wenn eine Landesregierung, die auch in pädagogischer Hinsicht eher rückwärtsgewandt aufgestellt ist, wenn diese Landesregierung auch auf
wenig innovative räumliche Konzepte setzt. Moderne Pädagogik braucht nicht nur ausreichend Räume für Unterricht, sondern passgenaue Konzepte für die aktuellen Herausforderungen wie Ganztag und Inklusion. Das bedeutet, dass auch die Ausstattung von Schulen dem Anspruch auf mehr Teamarbeit und weniger Frontalunterricht, mehr Funktionalität und mehr Variabilität der Lernorte auch für digitales Lernen Rechnung tragen muss. Und wenn wir es ernst damit meinen, dass wir mehr Inklusion wollen, müssen wir in jeglicher Hinsicht für mehr Barrierefreiheit sorgen. Es ist mittlerweile unumstritten, dass die Lernumgebung eine wichtige Rolle für erfolgreiche Lernprozesse spielt. Deshalb ist es wichtig, dass in Hessen zu einer schulbaubezogenen Bedarfs- und Bestandsanalyse auch ein Finanzkonzept hinzukommt, wie die Schulträger das umsetzen können. Dafür bedarf es eines Weitblicks, den Norbert Walter-Borjans bereits vor 6 Jahren hatte. Schließend darf ich deshalb meine Ausführungen mit einem Zitat von Norbert Walter-Borjans: Guter Unterricht braucht auch gut ausgestattete Schulen. Das fängt bei gut ausgestatteten Schulen mit benutzbaren Klos an und reicht bis zu einer digitalen Ausstattung, die unsere Kinder zeitgemäß auf die Zukunft vorbereitet. Dem kann ich mich nur vollumfänglich anschließen. Und da das Geld nicht einfach mit der Gießkanne verteilt werden sollte, fordern wir, dass zeitnah neben dem Gesetzentwurf der Linken, neben dem im Gesetzentwurf der Linken festgelegten Schulbauinvestitionsprogramm eine Bestands- und Bedarfsanalyse bezüglich der Ausstattung von Schulen in die Wege geleitet werden soll. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Hartmann. Für die Fraktion der AfD hat jetzt der Abgeordnete Scholz das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, darf es auch etwas mehr sein, fragte mich die Tage eine freundliche Verkäuferin in der Metzgerei meines Vertrauens. Meine Antwort, ja, gerne. Ja, ähnlich verhält es sich mit der von den Linken angesetzten 2 Milliarden € zur Sanierung der hessischen Schulinfrastruktur in den kommenden Jahren. Diese reichen nämlich bei Weitem nicht aus. Ja, und auch hier darf es ruhig etwas mehr sein, werte Genossen. Denn allein für den Wahlkreis Wiesbaden wurde der Sanierungsstau an den örtlichen Schulen bereits 2015 auf 400 Millionen € geschätzt. Und bekanntlich sind die Probleme seither nicht kleiner geworden. Die Hessenschau berichtete am 21. September, es wurde schon angesprochen, dass die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft den Investitionsbedarf in Hessen auf 4 bis 5 Milliarden € beziffere. Und wir haben das auch mal nachgerechnet. Mit den von Ihnen veranschlagten Finanzmitteln könnten gerade mal 168 Schulen innerhalb des Frankfurter Stadtgebietes saniert werden. Die Finanzierung des 2-Milliarden-Euro-Paketes soll gemäß Ihres Gesetzentwurfs über eine Kreditbürgschaft des Landes für die kommunalen Schulträger erfolgen. Meine Damen und Herren, aus den zitierten Daten ergibt sich, dass Ihr Gesetzentwurf mitnichten die Wirkung erzielen kann, welche Sie mit diesem beabsichtigen. Wenn wir den Blick von der Rechtswirksamkeit hin zu den Fragen hinsichtlich der inhaltlichen Angemessenheit Ihrer Normierung. Die Bestimmung, wonach das Konzept zur Sanierung einer Schule auf kommunaler Ebene zu erstellen ist, halten wir für sachgerecht. Seine Genehmigung sollte jedoch einer am Hessischen Kultusministerium einzurichtenden Stabsstelle übertragen werden. Und hierfür ist nämlich Überblickswissen erforderlich, welches die im Gesetz vorgesehenen Gremien der kommunalen Selbstverwaltung als alleinige Entscheidungsträger nicht besitzen können. Ferner erschließt es uns nicht, wozu in den Gesetzentwurf auch Bestimmungen hinsichtlich des Breitbandausbaus aufgenommen wurden, da bereits von Bund und Ländern mit dem Digitalpakt hierzu umfangreiche Mittel zur Verfügung gestellt wurden, die jedoch größtenteils ihrer Inanspruchnahme harren.
Des Weiteren erscheint uns die vollständige Übertragung der Entscheidung über die Kreditgewährung an die WI-Bank völlig abwegig. Es handelt sich hierbei um aus Steuergeld aufzubringende Finanzmittel, deren Ausgabe der öffentlichen Kontrolle unter Anwendung transparenter Vergabekriterien unterliegen muss. Das damit zum Ausdruck kommende neue Vertrauen der LINKEN in die Entscheidung der Bankenwelt überrascht uns denn doch ein wenig. Stattdessen sollte an dieser Stelle die Einbindung des Kultus sowie Finanzministeriums erfolgen. Auch die Definition zur Bestimmung der Kreditkontingente, welche jeweils zur Hälfte an den Schlüssel zum kommunalen Finanzausgleich und der Anzahl der Schüler der jeweiligen Kommune ansetzt, überzeugt nicht. Die Höhe der Kredite für eine Kommune ist stattdessen primär an den dortigen Sanierungsbedarf zu koppeln. Dieser wurde, wie könnte es auch anders sein, bisher nicht im Rahmen einer systematischen Datenerhebung ermittelt, getreu dem bekannten Motto der Landesregierung. Wir wissen das bereits. Wo keine Daten, dort auch keine Probleme und folglich auch kein Handlungsbedarf. Armes Hessen. Ja, daher erneut unser Vorschlag hierzu. Erforderlich ist die Schaffung eines vom Hessischen Kultusministerium einzurichtenden Koordinationsstelle, welche in enger Zusammenarbeit mit den Schulträgern die Datenerhebung zur Ermittlung des Sanierungsbedarfs an den hessischen Schulen beauftragt und beaufsichtigt. Die Auswertungsergebnisse bilden die sachgerechte Grundlage für die Festsetzung der Kreditkontingente durch das Kultusministerium im Einvernehmen mit dem Wirtschafts- oder und Finanzministerium. Ja, liebe Genossen der Linksfraktion, anstelle der Verwendung der Glaskugel zur Ermittlung des Finanzvolumens zur Sanierung unserer Schulen empfehlen wir Ihnen die Kenntnisnahme der diesbezüglichen empirischen Daten. Angesichts der aufgezeigten Defizite Ihres Gesetzentwurfs werden Sie hoffentlich eine schriftliche und mündliche Anhörung hierzu beantragen, auf die wir uns bereits jetzt freuen. Einstweilen sehen wir uns gezwungen, Ihren Gesetzentwurf abzulehnen. Gleiches wird dem Antrag 9358 der SPD-Fraktion zuteil. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Scholz. Für die Fraktion der CDU hat jetzt der Abg. Dr. Falk das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin immer gespannt, wenn die Tagesordnung für die nächste Plenarwoche ansteht. Und die Gefühle sind immer so ein bisschen gemischt, je nachdem, was man so für einen Tagesordnungspunkt findet. Ich habe mich aber außerordentlich gefreut über den Tagesordnungspunkt der LINKEN, weil es uns auch einmal Gelegenheit gibt, über die Schulträgerschaft und die Zuständigkeiten in Schulen zu sprechen. Das ist nämlich mir eine Herzensangelegenheit, weil 80% der Rückmeldungen, die ich bekomme, und heute sind auch wieder ein paar reingetrudelt per E-Mail, die beziehen sich alle in den zuständigen und Kompetenzbereich der Schulträger. Da geht es um IT-Ausstattung, dass irgendwie die Beamer nicht funktionieren, dass das Internet lahm ist oder überhaupt nicht vorhanden ist, dass der Schulhof uneben ist, dass es keine Fahrradabstellanlagen gibt, dass die Fenster sich nicht öffnen lassen, dass man keinen Beamer an die Decke montieren kann, weil die Decke das nicht aushält, weil das ein altes Schulgebäude ist. Also das ist eine ganze Reihe von Punkten, die alle in der Zuständigkeit des Schulträgers, der Landkreise und der Städte liegen. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass wir darüber mal sprechen. Weil der Klassenraum, und das ist eben, bin ich Frau Hartmann sehr dankbar, die das wunderbar aufgelistet hat, der Klassenraum und ein Schulgebäude hat eine ganz große Funktion für den Unterricht. Das ist der dritte Pädagoge, wie man so sagt. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir da ein großes Augenmerk drauf legen. Und ja, die Frage ist jetzt, fehlt es da am Geld? Das mag sein. Ich will gleich mal ein paar Sachen sagen, was das Land Hessen gemacht in diesem Bereich. Man kann aber auch mal fragen, liegt es vielleicht an der Prioritätensetzung des Schulträgers? Da würde ich auch mal fragen, ob überall Schule sozusagen an dem Stellenwert verankert ist, wo sie eigentlich hingehört. Man kann auch fragen, liegt es vielleicht an der
Expertise, an dem Know-how des Schulträgers? Ist denn jeder Schulträger, ist denn jeder sozusagen Fachbereichsleiter in einem Landratsamt, in einer Stadtverwaltung sozusagen auf dem neuesten Stand bei der Schulhofplanung? Weiß der, was heutzutage eigentlich ein Schulhof sozusagen leisten muss, welche Funktionen der erfüllen muss? Sind die Städte und Landkreise in der Lage, vernünftig sozusagen eine IT-Ausstattung für Schulen zu planen? Da mache ich mal ein Fragezeichen dahinter. Das variiert, denke ich mal, auch von Schulträger zu Schulträger. Und da kann auch Unterstützung vielleicht von außen sinnvoll sein. Wir hatten das Programm, da würde ich gerne mal daran erinnern, KIPP macht Schule. Das war ein großes Investitionsprogramm über 650 Millionen Euro. Das haben wir den Kommunen, den Schulträgern zur Verfügung gestellt. Wir haben den kommunalen Finanzausgleich. Wir haben das Volumen des kommunalen Finanzausgleichs gesteigert in den vergangenen 5 Jahren von 5,2 Milliarden auf 6,8 Milliarden. Das sind also 1,6 Milliarden zusätzlich in den letzten 5 Jahren. Wir haben den Digitalpakt Schule, können wir auch, wer möchte, kann mitsprechen, 500 Millionen für IT-Infrastruktur. Mit den 3 Zusatzvereinbarungen, 50 Millionen für die Schülerendgeräte, 50 Millionen für Aufbau von IT-Supportstrukturen und 50 Millionen für Lehrerendgeräte. So, und das sind auch Punkte, wo Eltern schreiben und Ihnen wahrscheinlich auch, wie soll das, oder Kolleginnen und Kollegen schreiben, wie sollen die ganzen Geräte denn gewartet werden? Und da muss man eben fragen, ja, was hat denn Ihr Schulträger für eine IT-Supportstruktur aufgebaut für diese 50 Millionen Euro? Also das muss ja mal vor Ort geklärt werden. Also wir können festhalten, dass das Problem weniger die finanzielle Situation der Schulträger ist. Das ist nicht das primäre Problem, sondern es ist ein Problem, was wir alle kennen. Es ist das Problem, dass wir keine Facharbeiter, keine Firmen bekommen, die die Arbeiten ausführen. Die 500 Millionen Euro aus dem Digitalpakt sind ja jetzt in den Schulen angekommen. Die sind auch alle abgerufen bzw. beantragt worden. Aber es fehlt einfach an den Firmen, die das umsetzen. Und deshalb ist das jetzt eine ganz schwierige Situation, die alle Bereiche unseres Lebens betreffen und nicht nur die Schulträger. Selbst die Schulträger, von denen es sehr viele gibt, die wollen, die können einfach nicht, weil sie Probleme haben, entsprechende Firmen zu finden, die das machen, weil die einfach überlastet sind. Dazu kommt die ganze Lieferkettenproblematik, die auch nicht zu vernachlässigen ist. Also, wir sind da auf einem guten Weg. Und ich denke, da, wo das Land unterstützen kann, unterstützt es auch. Und Sie alle sind in Kommunalparlamenten vertreten. Und da, wo Sie vor Ort wirken können, dass die Schulen sozusagen den Stellenwert bekommen, den sie verdient haben, da bitte ich Sie um Ihre Mithilfe. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Dr. Falk. Für die Freien Demokraten hat jetzt der Abg. Promny das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Schimmelbefall in Schulräumen, Unterricht in Containern und geschlossene Sporthallen, das sind die Zustände an hessischen Schulen. Das sind die Zustände, mit denen Schülerinnen und Schüler in Hessen zu tun haben. Das ist nun einmal die Realität, meine Damen und Herren. Der Investitionsstau an Schulen ist seit Jahren fast unverändert hoch, zu hoch. 17% der Kommunen in Deutschland geben an, dass der Investitionsrückstand an Schulgebäuden gravierend ist. Das KfW-Kommunalpanel schätzt den Investitionsrückstand in ganz Deutschland immerhin auf 45 Milliarden Euro. Und die gute Nachricht ist, die Investitionslücke ist in den letzten Jahren nicht größer geworden. Aber, meine Damen und Herren, kleiner geworden ist sie bedauerlicherweise auch nicht. Und es ist absehbar, dass sich die Situation mit den hohen Baukosten und den hohen Energiekosten weiter verschärft. Der Bedarf an den Schulen hingegen sinkt nicht. Es kommen immer mehr Aufgaben hinzu, die für die Schulen auch eine entsprechende bauliche Veränderung brauchen. Das betrifft vor allen Dingen 2 Bereiche, den Ganztag und die Digitalisierung. Ganztagsschulen brauchen Mensen, Sportanlagen und Ruheräume, aber auch Flächen für das freie Spielen. Digitales Lernen funktioniert nur gut mit Gruppenarbeitsflächen, guter Infrastruktur und Makerspaces. Für beides braucht es Sanierung und Modernisierung der Schulgebäude, ein sogenanntes modernes Schuldesign, meine Damen und Herren.
Ein weiterer Punkt, der sich aus dem Gesetzentwurf der LINKEN ergibt und der leider zu offensichtlich ist, ist der Zustand der Schulgebäude, ist auch ein Problem hinsichtlich der Bildungsgerechtigkeit. Denn erstens sind die Investitionsmittel pro Schülerinnen und Schüler in den Kommunen in Hessen unterschiedlich hoch. Das belegt ja gerade eine Studie der GEW. Und zweitens, ein modernes Schulgebäude führt zu besserem Unterricht. Es kann keinen guten Sportunterricht ohne entsprechende Sporthalle geben. Und bei hohen sommerlichen Temperaturen leidet sicherlich die Konzentration, wenn man in einem Container sich befindet. Bei all dem sind wir uns sicherlich auch einig hier in dem Haus. Die Uneinigkeit fängt dann bei der Frage an, wie man mit dem Investitionsstau an den Schulen umgeht. Und sehr geschätzte Kollege Dr. Falk und auch der Kultusminister verweist ja dann auf die Zuständigkeit des Schulträgers und sagt dann, dass man da auch nicht so wirklich den Überblick habe. Und das liegt natürlich daran, dass es eine Bedarfsplanung seitens des Landes nicht gibt, beispielsweise beim Ganztagsausbau. Und spannend ist auch zu sehen, Grüne wie CDU hatten in ihrem Wahlprogramm 2018 ja noch vollmundig angekündigt, dass sie sich dem Investitionsbedarf in den Schulen annehmen werden. So hieß es beispielsweise bei den Grünen, ich zitiere das mal, spätestens zum Ende der Legislaturperiode soll es keine Schultoilette mehr geben, vor deren Benutzung sich Schülerinnen und Schüler ekeln müssen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, wenn ich mir die Zahlen so jetzt anschaue, dann wage ich mal eine kühne These. Die These lautet, dass Sie diesen Anspruch definitiv nicht erfüllt haben. Meine Damen und Herren, DIE LINKE hat mit ihrem Gesetzentwurf zumindest einmal einen Vorschlag eingebracht, den wir jetzt diskutieren können. Ich will den Beratungen im Ausschuss und auch den Einschätzungen aus der Anhörung an dieser Stelle nicht vorweggreifen. Nur eines ist für uns Freie Demokraten klar. Die kommunale Selbstverwaltung muss in diesem Zusammenhang natürlich gewahrt bleiben. Sie hat Verfassungsrang. Das ist logisch. Darauf werden wir auch ein besonderes Augenmerk legen. Ansonsten bedanke ich mich, dass dieses Thema einmal hier zur Agenda im Landtag wurde. Und ich bin sehr gespannt auf die Beratungen im Ausschuss. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Bromny. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN hat jetzt der Abg. May das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Natürlich ist ein gut ausgestattetes Schulgebäude, eine angenehme Lernumgebung wichtig für den Erfolg von guter schulischer Bildung. Wer wollte das bestreiten? Und natürlich gibt es Fälle in unserem Land, wo Schulen stark sanierungsbedürftig sind, wo eben diese Kriterien guten Unterricht im Schulgebäude nicht verwirklicht worden sind. Aber es wird ja auch von Teilen der Opposition so anerkannt, es ist nun mal nicht unsere Zuständigkeit, hier im Landtag einzelne Schulgebäude zu sanieren, sondern dafür gibt es eine kommunale Zuständigkeit und auch eine kommunale politische Verantwortung. Und das muss man an dieser Stelle, glaube ich, auch schon mal sagen, dass man an dieser Stelle nicht einerseits sagen kann, kommunale Selbstverwaltung ja, aber dann, wenn es schwierig wird, dann sie aus der Verantwortung zu entlassen, ich glaube, so funktioniert das nicht. Ich will gleichwohl dazu sagen, dass im Gegensatz zu manch anderer Initiative der Fraktion der LINKEN der vorgelegte Gesetzentwurf nicht völlig unrealistisch ist. Wir haben das ja von der Kollegin Hartmann auch schon gehört, dass hier Copy and Paste gemacht wurde von einer Initiative aus Nordrhein-Westfalen.
Hat sie nicht so explizit gesagt. Ich habe das jetzt noch einmal so in meinen Worten dargelegt. Aber mir ist das auch aufgefallen bei der Recherche, dass es dort Auffälligkeiten, was die Gleichheit des Textes angeht, sagen wir es mal so. Und damit hebt er sich ja positiv ab zur letzten schulpolitischen Initiative als Gesetzesentwurf der Linken, nämlich dem Gesetzentwurf mit der Drucksache 1025 vom 13.08.2019. Das war ihre letzte Gesetzesinitiative hinsichtlich von Schulen. Da ging es seinerzeit um Mittagessen. Diesen Gesetzentwurf haben Sie nach erster Lesung dann ganz still und heimlich zurückgezogen. Da heben Sie sich schon deutlich von ab. Denn dieser Antrag geht, zumindest technisch gesehen, auch wenn man sagen muss, dass Sie da großzügig kopiert haben. Trotzdem, glaube ich, ist er etwas, zumindest etwas lieblos angefertigt worden. Denn die Frage ist, wird denn durch den Gesetzentwurf, den Sie vorgelegt wurden, überhaupt im nennenswerten Maße zusätzliche Investitionen erfolgen? Denn bedingt ist das in Ihrem Gesetzentwurf nicht. Es ist durchaus möglich, dass durch das, was Sie hier vorschlagen, nur ohnehin vorgesehene Projekte durch das Gesetz finanziert würden. Zudem zeichnet sich der Gesetzentwurf dadurch aus, dass er nur sehr wenig konzeptionelle Maßgaben beinhaltet. Gestalterische Maßgaben beispielsweise hinsichtlich der Nutzung für den Ganztag oder energetische Fragestellungen oder eben auch die Frage, ob Sanierung vor Neubau als Maßgabe getroffen wird, all das findet sich im Gesetzentwurf nicht. Insgesamt würde ich also sagen, etwas lieblos, etwas dünn, dafür, dass Sie an dieser Stelle nur eine originär kommunale Aufgabe übernehmen wollen. Gleichzeitig will ich sagen, dass es Situationen geben kann, wo man zu solch einem Investitionsprogramm greifen muss. Und der Kollege Dr. Falk hat das ja auch eben schon angefügt, dass wir durchaus in der Vergangenheit Situationen gesehen haben, wo wir gesagt haben, wir wollen gezielt die Kommunen unterstützen und Investitionen auslösen. Auch das ist durchaus etwas, das wir in Erwägung ziehen wollen. Aber glaube ich, dann sollten wir tatsächlich die Chance dann auch nutzen, gezielte Impulse zu setzen, was wir tatsächlich im Schulbau erreichen wollen. Ich will an dieser Stelle auch noch kurz auf den SPD-Antrag eingehen. Ich glaube, das, was Sie hier sagen, ist ja nicht, sage ich mal, höhere Mathematik, was Sie wünschen, sondern die Investitionszahlen der Schulträger sind ja öffentlich einsehbar. Und wir sind auch alle keine Neutren, sondern sind ja auch in kommunalen Zusammenhängen unterwegs. Und von daher würde ich mir von einer großen Fraktion, einer Partei, die sich selbst mal Volkspartei genannt hat, doch, glaube ich, dann das Standing erwarten zu sagen, wen meinen Sie denn eigentlich, wenn Sie hier von Kommunen reden, die ihre Aufgabe nicht erfüllen. Da müssen Sie nicht den Umweg über einen Antrag an den Landtag machen, dass die Landesregierung erheben soll, wer seine kommunale Selbstverwaltung nicht ordentlich erfüllt, sondern dann sagen Sie es doch auch hier vom Rednerpult aus. Ich möchte zusammenfassen, wir als Grüne stehen für eine gute kommunale finanzielle Ausstattung. Wir haben den kommunalen Finanzausgleich mit einer Rekordsumme versehen. Wir setzen die Kommunen in Stand, dass sie viele Investitionen in die kommunale, in die schulische Infrastruktur tätigen können. Wir hoffen, dass diese Investitionen noch weiter steigen werden, damit unsere Schülerinnen und Schüler so gute Schulen wie möglich vor Ort finden. Vielen Dank, Herr Abgeordneter May. Für die Landesregierung hat jetzt Staatsminister Prof. Dr. Lorz das Wort. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich weiß, es gibt eigentlich keine Koalition in der Opposition, aber es ist schon bemerkenswert, in welchem Gleichlauf sich SPD und LINKE am heutigen Tag im Bereich der Schulpolitik bewegen. Heute Morgen hatten wir einen Antrag der SPD, der sich vor allem auf die personelle Ausstattung der Schulen konzentriert hat. Jetzt also DIE LINKE mit einem Gesetzentwurf zur räumlichen und baulichen Situation. Und Sie haben sich auch eben in der Debatte entsprechend gut sekundiert. Aber, meine Damen und Herren, beide Anträge, und das ist ja leicht erkennbar, folgen demselben Grundmuster, nämlich längst existierende gute Maßnahmen der Landesregierung aufzugreifen und einfach noch viel mehr davon zu fordern.
Und deswegen, wenn der Herr Kollege Grüger jetzt da wäre, würde ich ihm sagen, es tut mir leid, aber ich kann nur noch einmal wiederholen, was ich schon heute Morgen gesagt habe. Wenn der Opposition nichts anderes einfällt, als sie würden einfach alles noch schöner, größer und besser machen, dann ist das die simpelste aller Taktiken und schlichtweg unkreativ. Was macht der Gesetzentwurf der LINKEN? Im Kern greift er eine Idee auf, die unseren kommunalen Investitionsprogrammen bereits zugrunde gelegen hat. Das Kommunale Investitionsprogramm 1, das war nicht allein für Schulbaumaßnahmen, aber da kam immerhin ein Fördervolumen von rund 250 Millionen Euro raus, das für Schulbaumaßnahmen verwendet wurde. Das Kommunale Investitionsprogramm 2 ist ein reines Schulbauprogramm, das den Neubau, Um- und Ersatzbau und die Sanierung von Schulgebäuden in weitem Umfang ermöglicht. Fördersumme 500 Millionen Euro. Jetzt kennen wir schon von heute Morgen die oppositionelle Regel für die Formulierung von Forderungen. Wir nehmen die Maßnahmen der Regierung, wir verdoppeln sie. DIE LINKE gibt dann immer noch einen Schnaps drauf, und so kommt man bei 2 Milliarden Euro an. Meine Damen und Herren, ich will aber auch durchaus die Unterschiede beider Anträge würdigen. Denn dann sieht man, dass DIE LINKE in der Tat noch viel weiter von der Realität entfernt ist als die SPD. Erstens. Die SPD respektiert zumindest im Ansatz noch die Verteilung der Zuständigkeiten in unserem Staat. Forderungen nach mehr personeller Ausstattung, das, was wir heute Morgen diskutiert haben, ja, sind im Kern mit ein paar Ausnahmen an das Land zu richten. Der LINKEN ist die Zuständigkeit der kommunalen Schulträger für Bauunterhaltung und Ausstattung der Schulgebäude dagegen weitgehend egal. Und das hat zweitens mit der unzutreffenden Problembeschreibung der LINKEN zu tun. Es stimmt ganz einfach nicht, dass die Schulträger finanziell nicht hinreichend ausgestattet wären, um diese Aufgabe zu erfüllen. Ein bisschen mehr Ruhe. Also, Zwiegespräche sind jetzt gerade nicht angesagt. Herr Prof. Dr. Lorz hat das Wort. Gut, aber da der Zwischenruf ja nun sehr hartnäckig war, kann ich zumindest sagen, das ist natürlich auch eine reine formale Respektierung, wenn Sie sagen, na ja, Sie sollen das schon die Zuständigkeiten machen, aber es ist völlig klar, die andere Seite finanziert das alles und die einen sind ja nur noch dafür da, das zu verteilen. Das ist eine Fake-Zuständigkeitsverteilung oder Respektierung, Herr Schalauske. Aber ja, es gibt, deswegen machen wir auch solche Sachen, wenn sie sinnvoll sind. Darauf ist Herr Kollege Mayer schon eingegangen. Das ist schon richtig, aber nicht so als generelle und pauschale Herangehensweise, wie Sie das hier vorschlagen. Aber ich will ja noch auf die näheren Gründe kommen, warum Sie so vorgehen. Das hat nämlich etwas mit Ihrer unzutreffenden Problemanalyse und Problembeschreibung zu tun. Es stimmt ganz einfach nicht, dass die Schulträger finanziell nicht hinreichend ausgestattet wären, um diese Aufgabe zu erfüllen. Denn diese Landesregierung hat mit zahlreichen Programmen, die natürlich auch dieses Hohe Haus alle gebilligt hat, sonst wäre das ja gar nicht gegangen, mit dem kommunalen Schutzschirm über 3,2 Milliarden Euro, mit der Hessenkasse mit 5 Milliarden Euro Entschuldungs- und noch einmal 700 Millionen Euro Investitionsvolumen, mit dem Rekordniveau beim kommunalen Finanzausgleich, auf das der Finanzminister schon vorhin in der Haushaltsdebatte hingewiesen hat, und zuletzt mit den Corona-Hilfen von rund 3 Milliarden Euro dafür gesorgt, dass, wenn wir mal das Jahr 2021 zum Maßstab nehmen, 98% der Kommunen in Hessen ihre Haushalte ausgleichen konnten. Die Landkreise, die Schulträger sind, hatten zum Ende des Jahres 2021 Haushaltsrücklagen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro. Und bei den kreisfreien Städten und den Sonderstatusstädten, die Schulträger sind, betragen die Rücklagen 1,4 Milliarden Euro. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist genug Geld im System. Die Probleme, die wir im Moment haben beim Investitionsstau, liegen nicht am Geld, sondern liegen, wie wir alle wissen, an Lieferengpässen, an der mangelnden Verfügbarkeit von Handwerkern, an der Überlastung von Baufirmen und. Alles Punkte, die sich mit einfach noch mehr Geld ins System reinzugeben nicht beheben lassen. Und trotzdem will ich auch die Zahlen nicht ganz unerwähnt lassen. Das ist nämlich der dritte Unterschied der Anträge von SPD und LINKEN. Die SPD hat sich wohlweislich gehütet, für ihre Mehrforderungen heute Morgen im personellen Bereich konkrete Zahlen zu nennen. Diese Zurückhaltung legt sich DIE LINKE nicht auf, denn sie ist ja geübt darin, einfach das Blaue vom Himmel herunter zu versprechen. Auch das gehört zu der einfachsten aller oppositionellen Taktiken. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von der LINKEN, schauen Sie sich einfach Ihre letzten Wahlergebnisse ein. So einfach kriegt man die Menschen auch nicht. Und das ist auch gut so. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Lorz. Wir legen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor.
Wenn Sie sich dann da ausgeredet haben, würde ich dann auch weitermachen. Wir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Dann können wir den Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE, Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Hessen mit der Drucksache 209293 in den Haushaltsausschuss überweisen, zur Mitberatung in den KPA und den Dringlichen Antrag der Fraktion der SPD mit der Drucksache 209358 in den KPA, auch in den Haushaltsausschuss dann? Hallo, SPD? Auch in den Haushaltsausschuss? Auch in den Haushaltsausschuss und zur Mitberatung in den KPA. Was jetzt? Ja. Zur Mitberatung in den KPA.